Io. Der ganze Ort vibriert vor Energie, die vom unvollendeten Werk des Reisenden ausgeht. Kein Wunder, dass das für Hüter ein heiliger Ort ist. Jetzt, wo Kate wieder da ist, müssen wir nur noch Ikora finden, damit die Vorhut wieder vollständig ist. Und wir uns um die Allmacht kümmern können. Nach all den Orten, die ich seit meiner Wiedergeburt gesehen habe, kehre ich hierher zurück. Der letzte Ort, der vom Reisenden berührt wurde. Ich brauche Antworten. Ich stehe hier mit nichts. Ikora, Zavala formiert eine Rebellion und denkt... Was nützt uns eine Rebellion, wenn nur ihr überleben würdet? Ich glaube, diese Gaul-Bestie weiß, dass der Reisende hier war. Ich glaube, er sandte seine Legion, um etwas zu finden, was sie nie verstehen werden. Und ich glaube, sie werden alles zerstören, was uns heilig ist. Es liegt bei dir, Hüter. Vergeude nicht diese zweite Chance. Seit ich hier bin, sind andauernd Schiffe der Rotlegion hier gewesen. Wir müssen dem auf den Grund gehen. Finde einen Weg in ihre Basis. Da oben. Was ist das, Ikora? Energie. Die Energie des Reisenden. Was haben sie getan? Das ist meine Schuld. Ich hätte das verhindern können. Ikora, du konntest nichts tun. Nicht ohne dein Licht. Ich bin mehr als nur mein Licht. Ich hätte es versuchen können. Versuchen sollen. Doch nach all den Jahren des Sterbens, der Wiedergeburt, des Sterbens, ließ der Reisende mir nur ein Leben. Und ich habe Angst, es zu verlieren. Das passiert vielleicht sowieso. Gaul hat eine Waffe, die unsere Sonne zerstören kann. Was? Warum sollte er etwas zerstören, für das er so hart gekämpft hat? Ihr müsst in die Basis eindringen. Dort muss es Antworten geben.
Scheint, als würde die Legion einpacken, Ikora. Finde heraus, was sie mitnehmen. Wir brauchen sämtliche Informationen, die wir kriegen können. Die Vex hören wohl niemals auf. Es gibt so viele Theorien zu ihrem Tun und Handeln, wie es Kryptarchen in der Kryptarchei gibt. Blaue Substanz, die aus den Spalten im Boden strömt, das ist die reine Energie des Reisenden. Diese Kapseln sind voller Energie. Alle sind weg. Sucht weiter. Warum würden die Kabale so viel in eine Basis investieren und sie dann zurücklassen? Thank you.
Da ist ein großer Bohrer. Ein Bohrer? Sammeln Sie die Energie des Reisenden? Nein, das ist kein Licht. Niemand erhält dadurch die Gnade des Reisenden. Nicht ich, nicht Gor. Oder doch? Ikora. Was siehst du? Ich weiß nicht. Dimensionsrifts. Irgendeine Art von Zauber. Die Besessenen. Was waren das für Viecher? Die Besessenen. Eine Armee gestohlener Seelen. Sie werden auf ewig von der Energie des Reisenden angezogen werden. Sie sind nicht länger Gefallene oder Kabale. Ein Schargott hat sie mit gestohlenen Mächten verwandelt. Er... Warte. Will Gol das Gleiche tun? Aber mit dem Licht? Das muss es sein!
Gaul zapft hier wohl die Energiereste des Reisenden an, in der Hoffnung, sich und die Rotlegion in Besitzer des Lichts zu verwandeln. Wenn er es schafft, wird er unsterblich und unaufhaltsam sein. Das müssen wir Zavala sagen. Wir treffen uns draußen. An alle Kanäle! Dies ist ein Himmelsschock-Alarm! Die Besessenen wurden hierher geführt! Escher Mir, bist du das? Irrelevant! Die Besessenen zapfen die Energie des Mondes ab! Ich vermute, dass Io implodieren wird, wenn niemand eingreift! Hüter, wir dürfen diesen heiligen Ort nicht verlieren! Tu, was getan werden muss! Halte die Besessenen auf! Thank you.
sieht so aus, als würden die Besessenen eine Art Portal heraufbeschwören. Haltet sie auf! Dieses dumme Gesindel hat sicher vor, sämtliche Spektralpack herbeizurufen, um diesen Mond vollständig zugrunde zu richten! Thank you.
da. Sieht aus, als hätten wir das Portal geschlossen. Und wieso sehe ich dann immer noch abnormale Neutrino-Streuungen? Warte kurz. Wir schauen es uns genauer an. Wir haben es definitiv nicht geschossen. Ach, da wohl wieder rauskommt. Das ist ganz sicher Vex-Technologie. Aber es sieht primitiv aus. Sie haben damit bestimmt ein altertümliches Design nachgeahmt. Wieso sehe ich dann immer noch abnormale Neutrino-Streuungen? Warte kurz. Wir schauen es uns genauer an. Wir haben es definitiv nicht geschossen. Ach, da muss ich da rauskommen. Das ist ganz sicher Vex-Technologie. Aber es sieht primitiv aus. Sie haben damit bestimmt ein altertümliches Design nachgeahmt. Wieso sehe ich dann immer noch abnormale Neutrino-Streuungen? Warte kurz. Wir schauen es uns genauer an. Wir haben es definitiv nicht geschlossen. Ach, da wohl wieder rauskommen. Seltsam. Das ist ganz sicher Vex-Technologie. Aber es sieht primitiv aus. Sie haben damit bestimmt ein altertümliches Design nachgeahmt.
Und wieso sehe ich dann immer noch abnormale Neutrino-Streuungen? Warte kurz. Wir schauen es uns genauer an. Wir haben es definitiv nicht geschlossen. Ach, da muss ich ja rauskommen. Seltsam. Das ist ganz sicher Wuchstechnologie. Aber es sieht primitiv aus. Sie haben damit bestimmt ein altertümliches Design nachgeahmt. Das Portal ist geschlossen. Alles ist gut. Ikora, ich weiß, dass dieser Ort wichtig ist für dich, aber... Hier auf Io gibt es nichts für mich. Ich habe noch ein Leben zu geben und ich gebe es gerne, um Gaul aufzuhalten. Wir gehen jetzt. Nicht so eilig, Ikora Ray. Wir müssen reden. Und was dich angeht, du aufdringlicher Hüter,
Ich habe dir etwas zu sagen. Ikora sagt mir, dass Commander, irgendeiner, mir egal, plant, die sogenannte Allmacht anzugreifen. Ein Plan, der nicht von Daten gestützt wird. Jedoch, es gibt hier Überreste eines alten interplanetarischen Verteidigungsnetzes. Stellen wir damit die Fähigkeiten der Allmacht fest. Und dann sagen wir Zavala, warum genau sein Plan Quatsch ist. Und oh, das werde ich genießen. Indessen weigere ich mich, wertvolle Forschungsmöglichkeiten zu vergeuden. Deswegen bist du jetzt meine Assistentin. Geh, dieses Gerede ist Zeitverschwendung.
ja. Nimm es und geh.
bringen wir es hinter uns. Der tote Orbit hatte doch recht. Dieses System ist verdammt. Diese lästigen, unverschämten Kabale. Was haben Sie jetzt wieder vor? Entern wir dieses Landeschiff. Ob erobern oder zerstören, Hauptsache, sie verschwinden von hier.
Raumschiff haben wir aus dem Himmel gepflückt. Wir haben ein Schiff abgeschossen und einen Commander und ein Landeschiff geklaut. Das ist relativ beeindruckend. Du hast meine Erwartungen übertroffen. Lästigen, unverschämten Kabale. Was haben Sie jetzt wieder vor? Wir dieses Landeschiff.
Ob erobern oder zerstören, Hauptsache, sie verschwinden von dir. Aber ein Landeschiff. Ich habe kein Landeschiff. Äscher, Sie haben es gesprengt. Die Kabale haben es lieber eingeäschert, als dir zu überlassen? Sie müssen fürchterliche Angst vor dir haben. Ich weiß nicht warum.